Herzlich willkommen zu einer Rubrik, die wir Nachspielen nennen. Mhm. Und letztes Jahr, oder hatten wir dieses Jahr, auf jeden Fall hatten wir sie mal. Ja. Aber es ist schon eine Weile her. Es ist schon wirklich lange her. Ich erinnere mich an Gesprächsrunden, die wir hatten zu Bioshock Infinite. Und Tomb Raider. Es gab es mal zu Tomb Raider, zu Dead Space 3 haben wir das mal gemacht. Da haben wir noch oben versucht im Kaminzimmer. Da, ich weiß, dass da ganz schlimm aussah, wie eigentlich immer. Da war. Und dann hast du versucht, noch so ein bisschen so einen winterlichen Look. Es war nämlich draußen, glaube ich, auch ein bisschen Schnee und so ein Trant war noch dabei. Und wir haben über Dead Space 3 gesprochen. Also ist es fast ein Jahr her. Und dann haben wir es lange ruhen lassen. Jetzt ist ja so ein bisschen die Zeit wieder des Jahres, wo die ganzen Blockbuster und Spiele raus sind. Im Dezember steht eigentlich fast nichts mehr an. Deswegen wollen wir jetzt im Rahmen dieser Rubrik nochmal ein paar Spiele Revue passieren lassen und so quasi nachträglich nochmal besprechen, wie sie uns gefallen haben oder auch was sie für einen Eindruck hinterlassen haben. Wir starten heute mit einem Spiel, was sicherlich die Gemüter ein wenig spaltet, wie jedes Jahr. Es ist der jährliche Spalter. Ja. Call of Duty Advanced Warfare. Und man muss auch ganz fairerweise sagen, wir haben uns auch, also jetzt gibt es ja Game On schon so lange und es gibt auch Call of Duty schon sehr lange und jedes Jahr gibt es Neues. Und wir haben uns echt schwer getan, auch irgendwann damit, ich erinnere mich noch an so einen Beitrag, wo wir so eine aufwendige Action-Szene unten da am Hafen gedreht haben, wo es saukalt war. Das war, als auch der Hafen in dem Spiel Location, und, Hamburg als Location drin war. Da war noch Chris Gürnt, da war dann noch irgendwie O-Töne auch gegeben und so. Und ach, das war ein ganz schlimmer Dreh. Und dann hatten wir das hier mit diesem Code, wo jemand in den Code gedrückt wurde, hier am Schreibtisch, weißt du das auch noch? Das weißt du noch, gell? Dass wir die Entwickler da möchte man die Entwickler in ihren eigenen Code drücken. Das war mein Beitrag, fällt mir gerade ein. Der Beitrag, in dem das drin vorkommt, war zu Advanced. War deiner. Nee, das hieß damals das Modern Warfare. War der erste Modern Warfare, glaube ich. Genau, und dann hatten wir irgendwann das Glück, dass Schröck zur Redaktion gestoßen ist, der ein großer Call of Duty-Experte ist und der dann Jahr für Jahr mit Tim zusammen solche künstlerisch wertvollen Kurzfilme produziert hat, was ein bisschen den Druck von uns weggenommen hat, uns ernsthaft mit Call of Duty auseinandersetzen zu müssen. Ja. Weil viele Leute mögen es ja auch. Es ist natürlich auch schwer, jedes Jahr so ein Spiel aufs Neue zu besprechen, was im Kern dann sich nicht immer wieder neu erfindet, auch wenn sich Look und Setting natürlich immer wieder ändern. Ich habe wie jedes Jahr die Singleplayer-Kampagne durchgespielt, weil das, ich nehme es jetzt mal vorweg, hat mir auch dieses Jahr wieder viel Spaß gemacht und sogar mehr als in den Jahren davor, muss ich sagen, weil ich sogar nicht das Bedürfnis hatte, alle Story-Sequenzen zwischendurch zu überspringen, sondern ich finde, diese Geschichte, diese futuristische Geschichte ist nicht so komplex, es gibt nicht solche krassen Sprünge. Also es gibt natürlich schon Sprünge, weil du hast halt das Problem, im Grunde genommen ist Call of Duty nur eine Darstellung von Schlachtsequenzen und du musst dann relativ schnell dazwischen die narrativen Elemente überbrücken und natürlich werden dann Sachen gerafft. Aber ich finde, man kann der Geschichte hier schon ganz gut folgen. Also, ich kann ja auch gut folgen, besser als diese verworrenen Spionage, Antispionage, Sabotage-Missionen der letzten Teile, sage ich jetzt einfach mal. Es geht immer um irgendwie um einen Bösewicht, der Krieg will, das ist klar. Aber ich fand, hier war es sehr gut auf Kevin Spacey konzentriert. Mhm. Und sogar die Gründe, möchte man fast sagen, kann man zumindest nachvollziehen, warum er überhaupt der Ansicht ist, er ist jetzt der Einzige, der Kriege beenden kann, indem er den größten Krieg aller Zeiten führt und gewinnt. Ja. Irgendwie, man glaubt ihm das, weil es Kevin Spacey ist und du denkst, ja, der Typ ist super smart, der weiß genau, was er macht. Stimmt. Eigentlich, ich hatte Szenen im Spiel, wo ich eigentlich lieber auf seiner Seite gekämpft hätte, weil ich tatsächlich seiner Argumentation nicht viel entgegenzusetzen hatte. Mhm. Also Kevin Spacey könnte mir alles einreden. Das stimmt. Also nee, das ist schon, also dieser Charakter, den Kevin Spacey oft in Filmen auch darstellt, so den sehr überlegenen, smarten Denker, der immer noch irgendwie einen Ass im Ärmel hat, das ist natürlich auch genau seine Paraderolle und die spielt er auch hier. Wir sollten vielleicht nochmal sagen, falls ihr euch das Video jetzt schaut und ihr kennt das Spiel noch gar nicht, natürlich wie immer bei Nachspiel, das ist jetzt schon hier Spoiler-Territory, weil ansonsten, wir müssten jetzt nicht eine Gesprächsrunde über das Spiel führen, wo wir dann sagen, ah, da können wir jetzt aber nicht drüber sprechen, dann wäre dieses Video etwas ad absurdum geführt. Deswegen, falls ihr die Story wirklich noch völlig unvoreingenommen genießen wollt und das noch selber spielen wollt, dann schaut euch das Video vielleicht eher im Nachhinein an. Ja. Allerdings, also dass Kevin Spacey vermutlich der Böse ist, kann man sich ja eigentlich denken, die Argumentation könnte man sich vielleicht jetzt noch sparen, zu erklären, das ist so ein bisschen das Interessante, wie es überhaupt dazu kommt. Ja. Aber wer soll es sonst sein, wenn nicht er? Also er ist ja die bekannteste Figur irgendwie, die eingekauft wurde. Ja, stimmt, der ist halt der Vorzeigecharakter. Ich finde aber auch die Heldenfigur oder die Leute, die auf der guten Seite kämpfen, finde ich auch ganz sympathisch eigentlich. Also es sind keine bekannten Schauspieler jetzt oder bekannte Charaktere, aber da finde ich es auch gut, dass sie sich ein bisschen darauf besonnen haben. Es gab ja auch schon Call of Duty-Teile zuvor, wo du immer hin und her gesprungen bist, dann hast du mal irgendwie einen
ich weiß nicht, ob ich es aus dem Gedächtnis jetzt richtig zusammenbekomme, dann hast du mal einen Amerikaner gespielt, mal einen Engländer, dann einen Russen und sie haben versucht, so dieses Bild von einem so weltumspannenden Krieg zu erzeugen, in dem du immer in verschiedene Charaktere gesprungen bist und das hat das unglaublich schwer gemacht. Du hast keine Identifikation mehr. Genau, und sie haben auch die Spirale halt immer weiter gedreht, so dass du hast irgendwann Nuklearkatastrophen, du hast Szenen gehabt schon, wo dein eigener Charakter stirbt und dann erschossen wird. In jedem Teil eigentlich auch schwer damit. Ja. Das ist so ähnlich wie bei der Serie, ich vergleiche das mal mit 24, da hast du in der zweiten Staffel eigentlich auch schon alles an Bedrohung und ultimativem Abfuck gesehen. Wie steigerst du das später nochmal? Und hier haben sie es halt nicht versucht, dann nochmal auf die Spitze zu treiben, sondern sie bleiben bei einem relativ kleinen Pool an Charakteren. Und bei allem futuristischen Mambo-Jumbo, was da natürlich auch drin ist, ich finde, es ist relativ nachvollziehbar. Future-Mambo-Jumbo, es gefällt mir. Ich finde, was da passiert, kann man sich vorstellen, dass das vielleicht wirklich in 30, 40 Jahren durchaus auch so sein könnte dann. Ey, alles, was du sagst, kann ich zu 100% so unterschreiben. Das ist auch genau der Grund, warum mir der Teil im Vergleich zu Black Ops zum Beispiel richtig gut gefällt. Und ich bin eigentlich jetzt nicht der Mega-Fan von dem Call of Duty-Franchise, weil es mir immer zu geradlinig autobahnig ist, was die Freiheit angeht. Ja. Aber was pompöse Grafiken und Effekte und auch Waffen, die cool miteinander kombiniert werden, angeht, sind die schon einfach wegweisend. Also ich meine, allein die ersten Missionen im All, auch schon im letzten Teil und so. Es war nicht im letzten, sondern vorletzten, glaube ich. Ich glaube schon in dem modernen Teil. Jedenfalls solche Geschichten, ja, das ist einfach, das macht irgendwie keiner außer denen. Mhm. Und die machen es auch nur für 10 Minuten, damit irgendwie schön mal Sachen explodieren können und dann wird wieder zurückgesprungen auf irgendein anderes Schlachtfeld. Ich mag sowas, dass es einem eben nicht versucht, einen Weg eines Soldaten von Anfang bis Ende durch viele abwechslungsreiche Szenarien irgendwie zu veranschaulichen, weil dann muss die Story auch immer so komisch verwoben werden mit diesen Leveln, dass das alles passt und dann wirkt das eben nicht mehr so. Also es ist einfach eher selten wie in den meisten Spielen, dass eine Person an allem beteiligt ist, was relevant ist und immer mit den Bösewichten oder den anderen kooperiert, ja, und irgendwie so immer dabei ist. Ja. Da musst du die Geschichte immer anpassen, damit das irgendwie hinhaut. Und hier ist es schon teilweise auch an der Grenze, wo man denkt, so, okay, also er ist wirklich bei allem dabei. Mhm. So jede wichtige, relevante Geschichte ist er irgendwie, ob er jetzt, egal ob er gerade für die Guten oder die Bösen arbeitet, so ist er irgendwie zufällig dabei. Ja. Finde ich ein bisschen bedenklich, aber es ist halt, wie schon gesagt, man muss es ja irgendwie auch zusammenführen. Ja. Jetzt habe ich kurz nochmal all das, was du gesagt hast, nochmal gesagt, damit es sollte euch zumindest beweisen, dass wir es ähnlich gut finden. Ich habe hier die einzelnen Level nochmal. Ich dachte, vielleicht kann man kurz mal so einfach ein, zwei Sätze sagen zu den einzelnen Missionen, soweit wir sie gesehen haben. Ja. Weil ich finde, dass da halt auch, da sind auch ein paar Durchhänger dabei, aber auch ein paar richtig gute Missionen. Ja, zum Beispiel auch. Die erste gefällt mir fast mit am besten. Mhm. Die hat halt keinen Tutorial-Anteil und die ist easy, aber sie ist bombastisch und sie sieht einfach geil aus. Man hat so ein Gefühl, okay, so könnte Krieg wirklich in 40 Jahren sein. Fand ich super. Hat mir direkt Bock gemacht, muss ich sagen. Wie gesagt, wenn du was sagen willst, haust einfach rein. Ich tue mich jetzt schwer anhand der Bilder jetzt natürlich im Gedächtnis immer genau nachzuvollziehen, weil das ist natürlich ein sehr neutrales Bild. Ach, das ist das, wo man... Es fängt an mit diesem Krieg in Shanghai, ich weiß gerade nicht mehr genau, in welchem asiatischen Land, Korea oder so. Und dann geht's runter in... Das ist das, er am Ende hängt er die Bombe an dieses Ding dran und dann wird ihm seine Hand zerquetscht und dann hat er keine Hand mehr, richtig? Und dann überlebt er aber trotzdem... Ja, es stimmt. Es ist näher. Also er ist mit einem Buddy unterwegs, mit seinem Kameraden. Und der Kamerad bleibt in einem dieser großen Raumschiffe, was sie versuchen zu zerstören, bleibt er hängen mit dem Arm und kommt nicht weg. Und dann, das ist auch der Sohn von, ich nenne ihn jetzt einfach Kevin Spacey, weil ich vergessen habe, Kevin Spacey. Atlas, sondern der heißt, peinlich. Peinlich heißt er. Wir wissen aber alle, was gemeint ist. Der Sohn von der zentralen Figur im Spiel. Ja, mir liegt das auf der Zunge. Ist ja auch egal. Atlas Industries. Sean? Na, der Sohn weiß ich eh nicht mehr, aber ich weiß nicht mehr, wie Kevin Spacey mit Nachnamen heißt. Das weiß ich auch nicht. Ist ja auch egal. Ist eigentlich aber auch wirklich. Naja, gut, komm, wir gucken mal, ob es hinten nicht draufsteht. Es steht gar nichts drauf. Ey, da sind mittlerweile gar keine Texte mehr drauf. Da steht einfach nur nicht mehr nötig. Power Changes Everything und einmal alle Spielemodi. Kampagne, Multiplayer und Koop. Das reicht auch. Mehr lesen die Leute nicht. Da auf jeden Fall verliert der Sohn des Antagonisten sein Leben und wir werden so zu einer Art Ersatzziehsohn. Genau. Also er nimmt uns unter seine Fittiche, wir verlieren einen Arm in einer sehr coolen Szene, wo so ein Splitterteil
man sieht nicht, wo es landet und dann gerettet und man sieht, oh fuck, das Splitterteil hat exakt den Arm abgetrennt. Stimmt, ich habe das verwechselt, da wo der sich einklemmt, der verliert gar nicht den Arm, sondern der geht einfach der drauf geht, und der wirft einen dann runter und dann fliegt der mit diesem Schiff weg, was dann explodiert in der Luft, was auch das Ziel war, dass man das sprengt. Das ist eigentlich lustig, gell? Wenn man ihm den Arm abgehackt hätte, wäre der Sohn noch am Leben und es geht immer um Arme offensichtlich. Ja, also stimmt. Irgendwie, diese Körperteile sind schon irgendwie relevant als Story, diese Augmentierung sozusagen. Es stimmt, das Thema Augmentierung, das spielt da ja auch wieder echt eine Rolle. Das ist dann die Mission, wo man in dem Atlas-Forschungszentrum ist, was wirklich so eine riesige, gigantische, in sich autarke Welt ist, wo sie an Kriegstechnik forschen und wo man dann, das finde ich eine ganz geile Idee eigentlich, auch wenn man es schnell blickt. Das fängt damit an, dass man diese Mission spielt, wo man den Präsidenten retten soll aus diesem Haus von den Geiselnehmern. Ja. Was ich an sich immer, ich finde das ein geiles Setting, weil das hat sowas schon oldschoolig Rainbow Six-mäßig, dass du irgendwie so ein Haus stürmen sollst und sollst den Präsidenten da rausholen. Ja. Und dann geht es schief am Ende, weil man so eine Fehlfunktion in dem Cyberarm hat. Und dann wird alles aufgelöst und auf einmal gehen die Vorhänge hoch und man sieht, es ist nur eine Trainingsmission, wo alles inszeniert ist. Und dann muss man den Arm nochmal nachjustieren lassen und dann spielt man die gleiche Mission nochmal und kann den Präsidenten dann erfolgreich retten. Das finde ich nett gemacht, weil es sehr, sehr aufwendig wirkt. Und vor allen Dingen, man stellt sich aber auch sofort vor, wie geil das wäre, wenn es solche Spielplätze, stell dir mal vor, das ist so eine riesige Kuppel, wo man alles erzeugen kann. Ja. Das ist schon ziemlich eine geile Idee. Es zeigt halt auch einfach die Macht, Position von Atlas an sich, auch als man da durchfährt und sieht, was die alles für Waffen haben. Und es wird einem ja auch suggeriert, wir sind die stärkste militärische Macht auf dem Planeten. Wir sind es geworden, weil uns... Weil wir mit Zetteln beworfen werden. Ich weiß nicht, was das ist. Ist es dein Wichtelzettel oder was? Ich glaube nicht. Jonathan Irons. Ach, so heißt er. Ja, auch ein guter Name, gell? Irons. Ja, der Irons. Eiserne Jonathan. Das stimmt. Danke also, für die Regie. Danke, wirklich. Sorry, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Nee, alles richtig. Man hätte es vielleicht ein bisschen subtiler uns geben können, aber ansonsten sehr gut mitgedacht. Um eine lange Sache kurz zu fassen, es wird halt geil etabliert, warum Jonathan Irons so ein mächtiger Mann ist und auch gleichzeitig so ein gefährlicher Mann. Aber das Geile ist, in dem Moment wirkt er ja einfach noch wie dieser Mentor, der alles richtig macht, der einfach alles richtig gemacht hat. Stimmt. Und es ändert sich natürlich schnell. Und um da auch schon ans Ende vorwegzugreifen, ich finde, gegen Ende verliert er völlig dieses Genie. Und gerade in den letzten Missionen habe ich überhaupt nicht mehr kapiert, so, was ist denn jetzt sein Plan? Also so, worum geht es ihm? Vor allem in der letzten Mission, wo er dann sagt, ja, ihr alle und ihr, tschüss, und ihr habt ja keine Ahnung, es hat erst angefangen und dann rennt er. Und dann rennt er einfach und denkst die ganze Zeit, ey, ja, wo willst du denn jetzt hin? Was ist denn jetzt dein Plan? Du tust immer noch so, als wärst du mega smart, aber was hast du denn jetzt getan? Das habe ich auch nicht kapiert. Es gibt auch so die typischen Situationen gegen Ende, wo man denkt, Mann, jetzt hättest du doch die einfach alle umbringen können, also die Guten. Lass sie am Leben und häng sie nochmal da auf, damit sie sich ganz sicher dann da auch nicht befreien können. Das ist natürlich so ein typisches Hollywood-Ding dann, dass er die Chancen ein bisschen verpasst, da das einfach vorab mal zu beenden. Da würde ich ganz kurz einhaken, weil das ist eigentlich sogar, ist es fast symbolisch und irgendwie schon wieder lustig, weil er lässt uns in der letzten Mission, das ist hier die, kann man kurz mal zeigen, das ist die Terminus, habe ich gestern gespielt. Das ist Democracy. Naja, Democracy hat so ein komisches Video. Heißt die letzte Democracy? Ja, kann auch sein. Das gucken wir uns gleich an. Das ist ein cooles Video. Er schafft es, unsere Augmentierung einzufrieren sozusagen. Und dann sind wir so und können uns nicht bewegen. Und dann zeigt er mit einer Waffe auf uns und meint, ey, ich könnte euch jetzt abknallen. Aber ich mach's nicht, weil ich kein fucking Monster bin. Ja, und dann fängt er an, gedüdelig einfach wegzulaufen, während um ihn rum alles explodiert. Und was machen wir? Wir befreien uns und bringen ihn um. Weil wir die Monster sind. Ja, aber irgendwie, ich habe wirklich gehofft, am Ende, dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, jetzt, sage ich mal, das Ende anders auszulegen. Aber es ist wirklich voll assi. Wir bringen den Typen, der uns nicht umgebracht hat, um. Das gab es ja auch schon in anderen Teilen, also wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber da waren es immer richtige Monster. Dass man so einen rudimentären Entscheidungsdings hat, dass man, das Ende ist ja wirklich, also jetzt kommt wirklich der Oberspoiler, man läuft hinter ihm her, dann fällt er da von diesem Dach und man hält ihn dann noch so kurz, und dann, dass man da keine Entscheidung hat, ziehe ich ihn jetzt wieder hoch oder lasse ich ihn runterfallen? Das wäre so das Minimum gewesen. Er sagt ja sogar, ich lasse nicht los. Ja, also, stimmt. Man macht aktiv, hackt man sich den Arm ab, damit er Typ runterfällt. Das ist schon ganz schön bitter. Ist aber irgendwie komisch. Es hat mich gewundert, dass man da keine Möglichkeit hat, die Story anders enden zu lassen. Aber es stimmt schon, gegen Ende hin wirkt er ein bisschen, vielleicht ist man dann aber auch ein bisschen zerfahren, wenn man merkt, dass einem alles so unterm Arsch wegbricht, die ganzen geilen Pläne, die man hatte und alles. Ja, aber er hatte ja gute Pläne. Ich verstehe auch nicht, wie eigentlich
der Plan schief gehen kann. Also wenn man jetzt mal die letzten Missionen durchgehen würde, man kriegt nie so richtig mit, woran es jetzt eigentlich scheitert, dass dieser Plan nicht funktioniert. Man hat einfach das Gefühl, okay, er hat einfach einen 2-3-Frontenkrieg angefangen, den er natürlich nicht gewinnen kann. Aber am Anfang hier, zum Beispiel hier Armada, da fängt's an, hier fängt's an. Hier ist das Biolabor, wo er diesen, wie heißt das nochmal, Manticore? Ja, diese Manticore Bio, ist dieser Start, dieses, wie eine, ja, so eine, was, Kampfstoff. Ein Kampfstoff, ein biologischer Kampfstoff, der außer Söldnern dieser Firma alles umbringt, sozusagen. Was natürlich, okay, sobald du sowas entwickelst, hast du halt einfach alle gegen dich, ja. Und dann fängt es an, dass die Brücke kollabiert und er diese Armada hier zerstört durch diese Brücke. Und ab da ist dann der Krieg einfach in vollem Gange und man kommt von einfach von hier, da werden wir noch gecaptured und haben dann erst die Möglichkeit, es von innen zu infiltrieren. Und das hat mich auch gewundert. Warum so capturen seltsam, die einen immer? Ja. Ja, das ist gut, so dumm. Offensichtlich brauchen sie ja Menschen, also das wird ja alles nicht so deutlich dann. Du siehst ja, dass da so Menschen in Käfigen sind und sie machen so Experimente mit Leuten. Aber das Blöde ist, man kann sich während der Mission, ist dir das aufgefallen, wenn du hast dann diese Mission, wo du wie heißt sie, Ivana oder so ähnlich, mit der Frau und deinem Kollegen, dann da rumläufst als Gefangene und du musst immer stur diesen Weg folgen. Du kannst auch nicht zur Seite schauen. Du guckst nach links, dann gibt es sofort einen Batsch. Jetzt hier wieder geradeaus und weiterlaufen. Und du kannst immer nur erahnen, was sie mit den Menschen anstellen, aber es ist natürlich so, weckt es sehr unangenehme Erinnerungen an Gefangenenlager und Gulags. Und wollen wir uns das mal angucken? Ja, wenn man. Also, weil das ist ein richtig guter Anfang. Auch man. Na gut, ich will es jetzt auch nicht vorwegnehmen. Wir können es uns ja gleich mal angucken. Ich versuche es mal zu laden. Ob das hinhaut, werden wir sehen. Ja, wir gucken es einfach kurz mal an. Das ist genau das, was du meintest. Ich fand es nämlich auch super, die Szene. Mit ihr kommt Serenity. Eine Klarheit, die du nie erwartet You experience the present as the inevitable destination of every step you've taken towards it. And in that same moment, you see a different path stretch out in front of you. Das ist der Sohn, oder? The path you could have taken at the first step. Der Verbrannte ist nur der Sohn, ja, von Irons. We are all on this road together. The good men who fight for wrong causes. And the corrupt men who cloak themselves in righteousness. Each one of them convinced they are on the side of the angels. Every journey has an end, and death can only be cheated for so long. We had thrown everything we had at Atlas and come up short. Now it was time to pay the price. Das meine ich. Hier, und das ist die vorvorletzte Mission, glaube ich, hier ist quasi, okay, wir haben es nicht geschafft. Mhm. Es ist offensichtlich nicht möglich, gegen Atlas was zu machen. Stimmt. Eine Mission später, wir haben gewonnen. Das habe ich irgendwie nie so ganz. Klar, das wird sicher in einem Satz irgendwo erwähnt, warum das irgendwie, aber ich finde es halt nicht glaubwürdig. Also im Grunde genommen, was man dann macht, man verhindert diese Raketenabschüsse dann noch, weil er will ja diese ganzen amerikanischen Großstädte angreifen mit Manticore. Stimmt. Das ist auch sehr, sehr James Bond Hollywood-mäßig. Ja, die Riesenrakete, die man dann am Ende noch mit so einem Exosuit abschießt. In der allerletzten Sekunde auch wieder. Die Rakete brennt ja quasi schon. Die Mission habe ich übrigens echt nicht leiden können, weil es gibt. Ich hoffe, wir labern jetzt hier nicht so drüber, aber guckt es euch an. Bei der Rakete gibt es halt Momente, wo man in den Checkpoint reinkommt, aber schon nicht mehr genug Zeit hat, die Rakete aufzuhalten, weil die Mission endet, wenn man dieses, da ist so eine Bodenplatte, ja, wo man eben in den Abschussraum kommt. Und manchmal ist man gerade am Aufmachen dieser Bodenplatte und dann wird die Mission schwarz und das heißt, du hast es nicht geschafft, weil die Rakete voll gestartet ist. Das ist mir nicht passiert. Und doch, ich hatte einen schiefen Checkpoint und ab da ging es nur noch bergab und ich konnte es nicht mehr schaffen, dann musste ich neu starten. Ist auch nicht so schlimm, aber. So, und jetzt lassen wir das kurz mal als atmosphärisches Bonmot einfach ein bisschen laufen. Jetzt kommen nämlich genau die Szenen, die du erzählt hast. How'd you end up here? Our air support was wiped out when Manticore hit. I was outside the blast radius, but our squad was surrounded and outgunned. Is there a rescue force coming for us? Downtown is contaminated. We've pulled out the city entirely. I don't think anybody's coming. All right, let's go, guys. Out of the pen. Out of the pen now. Jetzt muss ich da lang. Start walking.
Es ist halt, also es ist wirklich eigentlich schockierend, wenn man sich überlegt, so würden wahrscheinlich Konzentrationslager in der Zukunft oder in einer derart strukturierten, organisierten, gewalttätigen Zeit aussehen. Das ist krass. Hier guckt man so hin. Hier sieht man schon ganz genau, worauf es hinausläuft. Hier links. Ja. Gräben, wo die dann da alle reinsteigen müssen. Und man hört natürlich auch, kurz bevor man die Tür reingeht, noch die Schüsse. Mhm. Und hier brennt auch schon ein das ist echt ziemlich... Das ist ziemlich her. Und das hier ist auch krass. Ja, das ist schon sehr... Aber es ist schon irgendwie die logische... So würde es wahrscheinlich aussehen, wenn jemand die Mittel hätte dafür. Aber man weiß gar nicht, warum. Also ich meine... Ja, genau, wofür? Warum er auch die Leute da erschießt und so. Ich meine, das ist ja offensichtlich dann auch kein Experimentieren oder so. Das habe ich nicht verstanden. Das hat mich ein bisschen gestört, genau. Auch das hier, man hat so das Gefühl, einfach nur, okay, quälen und böse sein. Aber man hat Irons überhaupt nicht so kennengelernt, dass ihn sowas interessiert, ja. Mhm. Ihm geht es darum, er hat seinen Sohn verloren und er ist in der Position, wo er sich einredet, er könnte alle Kriege verhindern und er glaubt wirklich daran. Ja. Und das ist ja das Problem, er glaubt es daran, er ist sicherlich kein guter Mensch, aber er ist, glaube ich, er sieht sich auch nicht als schlechten Mensch. Na gut, aber das ist ja oft so mit dem Problem haben, glaube ich, viele ja. dieser naja, Diktatoren gehabt, dieser verrückten Despoten der Vergangenheit. Die sehen sich, glaube ich, nicht selber als schlechten Menschen dann an. Ja, aber was er sagt, stimmt ja. Also, ich meine, was er sagt manchmal, wie, dass die, naja, dass halt Kriege, wenn sie von Staaten geführt werden, nahezu immer nur zu schlimmeren Zuständen noch führen, weil der Staat natürlich immer das will, was für ihn gut ist und auch in einem Krieg immer seine Ziele verfolgt und wenn man es von außen sehen würde, wäre es halt besser für die Welt. So. Also, irgendwas in dem Sinne, sagt er. That meant killing you. I don't think anybody'd be too troubled. Failure is not something we tolerate here at Atlas, so I'm disturbed that three of my best contractors have failed so miserably. Ich höre das jetzt übrigens. That's the way it has to be. Ich sag's danach dann. The wheat from the chaff, the strong from the weak. The ancient Spartans knew the true meaning of warfare. That truth has been lost to us for two millennia. What of your son, Will? What was he? Will. Wheat or chaff? Will was the victim of the misguided policies of the United States government. Will died fighting for what he believed in. Of course, the tragedy is, dying for what you believe in doesn't make it true. You're not young, but you are strong, Cormac. So I give you 20 minutes to bleed out. Time enough to consider whether it was all worth it. Das ist so lustig. Man fragt sich so, was macht er jetzt mit diesem Schraubenschlüssel? Hat er irgendeine komplizierte Schraube, der einem jetzt den Arm ab? Nein, er haut einfach volle Socke auf den Arm drauf. Ich bin Mechaniker, trust me. The prodigal son returns. I believed in you. I gave you a second chance. Weiß nicht, ob er da einen richtigen Schlüssel für hat. Der hätte man, glaube ich, einen anderen nicht. Auf den richtigen Arm hauen. Ja. Oh, das war der falsche. Ja, vor allem. Oh, mein Metallarm. Das tut mir aber weh jetzt. Ja, weil ich am Leben bin. Ja, eigentlich ist es seltsam, weil an sich, wenn dieser Arm wirklich gut wäre als Metallarm, dann dürfte er dann auch nicht spüren, wenn ihn da jemand drauf haut, sonst wäre er auch ein bisschen schlecht designt. Ja, aber deswegen hat er den Schraubenschlüssel genommen. Du verstehst die tiefere Bedeutung. Nur mit dem Schraubenschlüssel kann er den mechanischen Arm verletzen. Ach so, nein, okay. Natürlich nicht. Ups, das habe ich so gerne mit dem, dass du auf diesen Button drückst. Das fällt mir über Sinn immer schon auf. Hör jetzt auf. Ich wollte eben noch sagen, dass ich. Ich gehe jetzt wieder raus. Ich habe das erste Mal auf Englisch höre. Ich habe das Spiel bei mir auf Deutsch gespielt. Und was bei der deutschen Version wirklich schade ist, dass es so unfassbar wenig Lippensynchron ist, also eigentlich gar nicht. Mm. Aber die Sprecher sind auch sehr, sehr gut. Und ich muss fast sagen, dass ich habe auch House of Cards, ich schaue sehr meistens auf Englisch, aber House of Cards fand ich teilweise komplex, dass ich es auf Deutsch mir angeschaut habe. Ich finde, Kevin Spacey hat eine super deutsche Synchronstimme, die auch das Spiel hier spricht. Und die ist anders, also hier wirkt er so ein bisschen im Englischen mehr kontrollierter und es wirkt auch authentischer und echter, aber seine deutsche Stimme bringt sehr viele Emotionen und Überzeugungen so mit rüber und das ist ein super guter Sprecher. Kann jetzt nicht sagen, dass ich es jetzt sehr viel schlechter finde, als jetzt hier die englische Originalversion. Muss ich auch sagen, finde ich auch nicht. Ich
finde, bei so Schauspielern, wo man auch schon diese Grundstimme einigermaßen kennt und auch assoziiert, habe ich das auch gerne. Lieber in Deutsch. Ja. Ja. Es ist eher oft so, dass dann alle anderen Stimmen im Vergleich total abfallen. So, weil ist hier aber auch okay. Ist hier okay? Ja, dann könnte ich damit auch leben. Das sind übrigens hier nochmal kurz alle Level so. Hier ist auch dieses Mega-Gefecht mit Panzern und Raketenwerfern, die man permanent benutzen muss und alles Mögliche. Darf ich noch mal kurz eine Mission hervorheben, ja, klar. Die mir gut gefallen hat, als gar nichts aus einem Story-relevanten Grund oder so, aber ich mach mal kurz, sondern einfach, weil ich, als ich sie gespielt habe, ich habe mich da auch geärgert, dass sie so kurz ist. Ich glaube, es ist die hier. Weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, weißt du, welche das ist? Das ist die, wo man durch diesen Canyon fliegt. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gewünscht, weil natürlich auch gerade so ein bisschen der Hype ist wegen Star Wars und so, wenn die mal ein neues Rebel Assault machen würden, so mit der Grafik von heute, wie geil ich das finde. Hast du Rebel Assault damals gespielt? Klar. Du kannst jetzt gleich auch wegdrücken. Ich verstehe. Das würde ich super geil finden. Stell dir mal vor, wenn du die grafischen Möglichkeiten von heute hättest. Und damals war das ja so vorberechnete FMV, wo du so marginal ein Fadenkreuz bewegen konntest. Und heute könntest du das so geil machen. Weil ich finde auch hier, das generell, ach, da haben wir auch noch gar nicht drüber jetzt gesprochen, müssen wir jetzt aber auch nicht so groß. Ich finde das Spiel an sich grafisch auch eigentlich echt schön. Ja, das ist ja oft ein Kritikpunkt. Eine Riesenabwechslung. Passiert so viel. Ja, also ich bin wirklich ein Fan davon, dass es halt mit 60 Frames und so super flüssig läuft. Und auch so, also es hat echt optisch viel Abwechslung. Es gibt ein paar Ecken, die sind nicht so schön, aber im Großen und Ganzen habe ich mich da echt, auch was so die Optik angeht, echt unterhalten gefühlt. Also da gibt es im Shooter-Bereich Sachen, die deutlich eintöniger einfach sind oder weniger Abwechslung bieten. Ja, man merkt immer, dass solche Elemente, die natürlich nur für ein, zwei Level gedacht sind, dass die jetzt, das ist kein Flugsimulator, offensichtlich nicht. Gar nicht. Aber es ist halt schön, dass man so wie bei frühen James Bond Spielen, wo auch dann alles klar immer dabei war. Es musste auf jeden Fall Autofahrsimulation mit dabei sein, ballern und ein bisschen prügeln und so verschiedene Genres ineinander gemixt. Und ich finde, die machen das sehr gut. Es ist nie zu lang. Es ist auch selten schlecht gelöst. Aber es ist auch nie wirklich so, dass man sagt, ja, okay, daraus könnte man jetzt ein eigenständiges Spiel machen. Ja, das stimmt schon. Aber geil. Auch so, auch das mit diesen Bikes, diesen futuristischen Bikes rumfliegen. Oh ja, das macht Spaß. Ja. Alles cool. Also es ist echt immer, die schaffen es schon gut, dass es eigentlich nie langweilig wird zwischendurch. Ich muss sagen, eine Sache, die mir nicht gefallen hat, waren diese Exosuits am Ende, als man die teilweise ein bisschen zu lange für fast zwei Missionen lang benutzt. Ja. Weil die sind so ein bisschen... Die sind halt extrem overpowered einfach. Ja, und irgendwie, man macht halt nichts außer stehen bleiben. Ein paar Meter laufen, und das wirklich über also einen Zeitraum von 30 Minuten dann, was einfach extrem, da habe ich zum ersten Mal dann aufgehört, weil ich dachte, jetzt bin ich gerade überreizt, jetzt ich brauche es nicht mehr, ich will es nicht mehr. Und die einzige Gefahr ist eigentlich dann, wenn dir zufällig zwei oder drei von gegnerischen Exo-Robotern entgegenkommen, ansonsten, weil die normalen Gegner können dir eigentlich nichts mehr anhaben. Gar nichts. Und es ist halt auch, es ist auch ein bisschen schwierig, hier läuft jetzt alles flüssig an einem vorbei, in diesen Robotern zuckelt es permanent, das Laufen ist immer so einfach, vielleicht realistisch, aber es ist einfach nicht schön anzugucken. Hast du gut gemacht, die einzige Stelle gefunden, wo man dagegen fliegen kann. Aber es ist auch schwierig. Ich wollte gerade sagen, dass man jetzt mal gut vergleichen kann, wenn man das hier sieht und dann guckt man sich eine Folge Evil Within an, wie locker leicht man Call of Duty spielen kann, weil du kannst die ganze Zeit labern, du musst kaum hingucken, du musst nicht nachdenken. Wenn wir Evil Within jetzt so gespielt, wie ich das jetzt gerade gespielt habe, dann wären wir da dreimal gestorben in der gleichen Zeit. Das ist so. Die Mission hat mir auch sehr gut gefallen, wenn man hier diese Drohnen mitkriegt und sobald man diese Surveillance-Technik sieht, da kriegt man schon ein Gefühl, wie es heutzutage ist schon, weil gerade diese Drohnen sind alle so, das ist so gut heutzutage alles schon und also man kann theoretisch einen Ort wie so ein Gebäude so gut überwachen und einfach Einsätze planen, wo man dann wirklich mit zwei Leuten 20 ausschalten kann, weil man unglaublichen Wissensvorteil hat. Und hier sieht man mal, wie dieser Wissensvorteil funktioniert im Gefecht. Das finde ich sehr interessant. Da gibt es aber auch noch einen Punkt, der mir auch noch ein bisschen, also nicht negativ will ich jetzt nicht sagen, aber wo ich auch gedacht habe, okay, das macht es ein bisschen billo. Alle Stellen, wo du bist, wo du dann diese Drohne in die Luft setzen kannst, die dann fliegen kann und ballern kann, mit der kannst du halt auch irgendwie 25 Gegner abballern. Man sollte die nur noch benutzen eigentlich. Ja, genau. Dann denkst du halt so, okay, warum spielen wir nicht das ganze Spiel? Warum müsst ihr überhaupt Soldaten, die da zu Fuß langlaufen? Dann schick doch einfach 100 von diesen Drohnen da rein und dann ist auch gut. Ja, und dann sieht man hunderte von diesen Drohnen. Ja,
genau. Und kann die aber innerhalb von Sekunden mit einer Granate irgendwie also auslöschen. Dir wird suggeriert, okay, diese Drohnen sind eigentlich keine Bedrohung, weil du kannst sie ganz einfach auch im Schwarm besiegen. Aber wenn du so eine fliegst, da gibt es ja wirklich auch so Abschnitte, wo du dann irgendwie ganz viele Gegner ausschalten kannst damit. Das fand ich auch ein bisschen strange. Zum Beispiel ist es auch in der Mission gleich in der zweiten, wo dieses Präsidentenhaus, wenn man da rausgeht, ist es, glaube ich, so, dass man so eine Drohne fliegen lassen kann. Und dann kannst du alle diese genau, Leute, die um den Garten. Pool rumlaufen, in dem Garten, kannst du alle damit erledigen. Das ist eigentlich gar keine Arbeit dann. Also generell fand ich auch das Spiel, ich habe es auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, wie du auch. Es kommt mir einfacher vor. Ich erinnere mich, dass ich früher manchmal bei Call of Duty echt an manchen Stellen lange gehangen habe, weil die Checkpoints ein bisschen blöd waren. Oder du so riesen Gegner, Massen gehabt hast. Ich habe auch weniger hier das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es so Stellen gibt, wo du irgendwann nach vorne rushen musst, weil ewig Gegner nachspawnen. Ich glaube, das ist nicht mehr so. Das stimmt, das war eigentlich mein Hauptkritikpunkt bei den ganz frühen Call of Duties und mittlerweile habe ich nicht mehr das Gefühl, dass das noch so ist. Ja? Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Es gab eine Mission, wo ich das Gefühl hatte, es kommen unendlich viele. Es war, glaube ich, die zweite Mission, in der man in diesem Exosuit, in diesem großen Panzer quasi rumläuft. Und da war ich mir nicht sicher, ob da nicht endlos welche nachkommen. Aber ansonsten, eine Sache, wenn man jetzt gerade hier die Leute sieht mit den Exosuits, eine Sache, die ich wirklich, ich kann sie verstehen, es ist Videospiellogik, aber ich halte es für so dumm. Die überleben alles und die können 100 Meter fallen und die können eine Granate explodieren. Das ist alles egal, weil sie hier so ein kleines Stück Metall haben. Ja, so, das stimmt. Ey, nee, sorry, so funktionieren die nicht. Ja? Es ist einfach, du kannst nicht jemandem einfach irgendwie was so ein bisschen geben und dann einfach suggerieren, die sind damit unzerstörbar. Das so funktioniert es nun mal nicht. Gerade wenn man vorher gesehen hat, dass so ein blödes Schrapnell einem den Arm abtrennt, kannst du da nicht irgendwie die überleben. Also jetzt würde ich gerne einen Zusammenschnitt sehen mit allen Explosionen und allen wo sie irgendwo es eskaliert. Kein Mensch würde auch nur eine von diesen Sachen überleben, egal ob er sowas anhat oder nicht. Ich habe noch eine Frage an dich jetzt. Ja. Hast du oft diese Exosuit-Fähigkeiten benutzt? Also klar, in den Missionen, wo es geht, macht man manchmal Springen diesen Doppelsprung oder so. Aber was ich zum Beispiel nie benutzt habe, war dieses mobile Schild, was man so ausfalten kann. Ja, Hab ich also auch vielleicht kaum ist das benutzt. Was für die höheren Schwierigkeitsgrade, aber da habe ich das Gefühl gehabt, dass da ein bisschen Potenzial verschenkt war. Auch dieses, du hast ja diese Fähigkeit, die ich auch ein bisschen ausgelutscht finde, dass du diese Art Slow-Mo aktivieren kannst, wo du dann so alle bang, so Max Payne-mäßig nacheinander wegballern kannst. Das habe ich ab und anbenutzt, aber im Großen und Ganzen gab es einiges, wo ich mir gedacht habe, ja okay, das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Schön, dass ihr es eingebaut habt, weil ihr auch irgendwie die Titanfall und Crysis-Spiele damit abholen wollt, aber hätte ich jetzt nicht unbedingt im Spiel haben müssen. Ich finde es aber auch nicht störend. Ich habe gerade das Schild, außer bei den 1, 2, 3 Momenten, wo einem gesagt wird, benutzt das Schild, habe ich es allein auch, weil ich es vergessen habe, gar nicht benutzt. Mhm. Also was mir am Anfang habe ich kaum benutzt, auch in den Videos, die ich gemacht habe, habe ich sie viel zu selten benutzt, die ganzen Gadget-Granaten, also die EMP-Granaten oder die Freund-Feind-Granaten, die einem alles anzeigen. Ja, am Anfang habe ich es kaum benutzt, dann habe ich aber auch schon gesehen, okay, du hast ja genug und man kann die sehr gut kombinieren und es macht einfach auch Spaß, die zu benutzen. Zum Beispiel habe ich am Anfang überhaupt nicht gerafft, dass du diese Homing-Granaten sozusagen, die in der Luft dann so kleine diese so schweben. Granaten. Genau, dass man die auch noch steuern kann, indem man dann wohin guckt. Mhm. Ich dachte so, okay, wirfst du einfach weg, so wie Fire and Forget Missiles. Aber die suchen sich, glaube ich, auch automatisch. Irgendwas finden sie immer, aber geil, dass man dann noch so steuern kann. Jetzt würde ich gern mal, wir haben ja schon richtig viel gelabert und alles, finde ich auch ganz geil. Mhm. Das ist mir noch aufgefallen, dass es hier so ein extra Video gibt, was, glaube ich, so nicht in voller Länge im normalen Storyverlauf enthalten ist. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass hier immer noch mal Jonathan Irons einfach was dazu sagt. Das finde ich super. Wie kannst du das triggern, dass der da was sagt? Oder kommt das automatisch? Moment. Eventually destroyed, but the cancerous cells become the basis of new life form, a butterfly. And so the cycle continues. So cruel, yet so beautiful. Ich mag sowas. Könnte also, aber auch der Monolog irgendwie vom Schweigen der Lämmer-Psychopathen gewesen sein. Es fängt schön an, so, ey, Utopia, und dann wird es aber immer mehr in Richtung, okay, der Typ ist ein bisschen Psycho. Mhm. Aber wie gesagt, er delivert es mit so einer intelligenten Glaubwürdigkeit, dass man versucht ist, ihm zu glauben, dass er schon das durchdacht hat. Auch seine Meinung zu Demokratie finde ich an sich
ich will den nicht unterschreiben, sondern man kann nicht unterschreiben, man muss schon sagen, er hat irgendwo, die Idee stimmt schon irgendwo, was er sagt. Er zieht nur die falschen Schlüsse. Democracy isn't what these people need. Hell, it's not even what they want. America's been running around the globe trying to install democracies in nation after nation for a century, and it hasn't worked one time. Now, why do you think that is? Because these countries don't have the most basic building blocks necessary to support a democracy. Little things like we ought to be tolerant of those who disagree with us, or we ought to be tolerant of those who worship a different god than us, or that a journalist ought to be able to disagree with a fucking president. And you think you can walk into this country based on fundamentalist religious principles, drop a couple of bombs, topple a dictator, and start a democracy? Give me a break. People don't want freedom. They want rules, boundaries, protections from invaders and from themselves. People need a leader who can both provide the constraints and the support to keep chaos at bay. And you give them that, and they'll follow. And that's where I come in. Man guckt ihm auch so gerne zu beim Spielen. Ja, das ist Wahnsinn. Das war wirklich gut geschrieben gewesen. Also, aber ich erinnere mich jetzt auch nicht. Du meintest, das taucht so nicht im Story-Modus auf? Ich glaube, der Anfang, an den konnte ich mich erinnern, dass danach irgendwie nicht. Aber ich weiß es nicht ganz hundertprozentig. Mir ist schon ein paar Tage jetzt her, dass ich durchgespielt habe. Was meinst du? Glaubst du, hast du es schon mal gesehen? Ich weiß es nicht. Es kam mir jetzt nicht bekannt vor. Also ja, so in der es ist auch so versteckt hier in dieser Intel-Geschichte. Ja, das kommt halt ganz am Ende. Weil das davor sind ja einfach die normalen Missionen quasi nochmal. Genau, und da ist auch nur Text immer. Ja? Ups. Also selbst die erste Introduction ist nur gesprochener Text. Ja. Und unten wird es dann halt zu einem Video. Ich weiß es wie gesagt nicht. Fand ich irgendwie nett. Ich gucke mir sowas gerne an. Ich sehe einfach Kevin Spacey. Ich gucke halt auch gerade House of Cards. Bin gerade in der zweiten Staffel durch. Ist gut, gell? Ja, und es ist eigentlich genau dieselbe Rolle. Also nur halt, hier ist er der Waffenfabrikant in House of Cards, ist er einfach der Politiker. Und das nimmt sich nicht so viel eigentlich von dem, was er sagt und wie er redet. Was mir noch aufgefallen ist, eine Parallele zu einem anderen Spiel. Ich finde, dass diese Geschichte um Hades und so mit dem diesem vermeintlich psychopathischen Attentäter und so, das hat mich sehr an Far Cry 3 erinnert, muss ich sagen, wo gerade auch in der Vorberichterstattung und so in der PR-Arbeit war Selma Vaas in den Vordergrund gestellt, dieser super Psychopath, der echt auch gut geschrieben war und gut geschauspielert war. Das war ja wirklich einem echten Schauspieler nachempfunden, der auch so aussah wie er und der sämtliches Motion- und Voice-Capturing für ihn bereitgestellt hat. Das fand ich hier sehr ähnlich, weil und es ist hier wie dort, ist es so, die scheiden dann doch relativ früh und unspektakulär aus dem Spiel aus, nur um dann natürlich zu enthüllen, dass dahinter eigentlich jemand ganz anders der eigentliche Bösewicht ist. Das fand ich dann doch irgendwie sehr ähnlich, weil auch, du hast ja hier manchmal diese Videobotschaften, die er in Cutscenes dazwischen so an die Welt sendet, wo er auch sagt, ja, ich bringe euch die wahre Freiheit oder irgendwie typischen mal, Terroristen. Man muss ein paar Eier zerschlagen, aber vertraut mir am Ende wieder ein super Omelett raus und so. Genau. Ja, ja. Das fand ich sehr ähnlich. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie sich daran orientiert haben. Das eigentlich nur noch. Finde ich gut, auch noch ein guter Punkt. Fast schon ein bisschen zu Standard, ja. Wir haben diesen Bösewicht, und dann stellt sich ab der Mitte raus, ist gar nicht der richtige Bösewicht und dann ist er auch tot und dann, wer ist der richtige Bösewicht? Ach nein, der Typ, mit dem wir die ganze Zeit und ist ein bisschen, ich habe vor kurzem Iron Man 3 gesehen, wo das ja ein bisschen mit dem Mandarin so ähnlich ist. Also, das habe ich noch nicht gesehen. Ach, du hast den dritten noch nicht gesehen. Aber spoilern mir gerne. Nein, es ist einfach, Ben Kingsley hat eine fantastische Rolle als Mandarin. Als Mandarin-Terrorist-Diktator. Ich will es nicht spoilern, aber es ist so, er spielt diesen unglaublich intelligenten, orientalisch angehauchten, mit so viel westlicher und asiatischer Philosophie gemixt, so ein Terroristen, der halt so, ja, so einem so wirklich so erzählt, wie das Leben läuft und man die ganze Zeit denkt so, der ist so verblendet und so ein Vollidiot, aber irgendwie, er ist sehr smart und hat sicherlich, ist ein intelligenter Typ und dann ich will es jetzt nicht spoilern, aber dann gibt es den Moment, wo die aufeinandertreffen. Ja, eigentlich hast du es mir jetzt schon gespoilert. Nee, also. Ich sag gar nichts. Ich sag nur, es ist halt, er spielt einfach zwei verschiedene Rollen in diesem Moment und es ist so geil gemacht. Ben Kingsley ist einfach ein super Schauspieler mit einer unglaublichen geilen Form von Eigenironie. Und da fühle ich mich teilweise ein bisschen dran erinnert. Nur das ist natürlich der Moment in
Iron Man 3 wesentlich lustiger ist als alles, was hier jetzt in Call of Duty so passiert. Ja. Aber ein bisschen hat's was. Naja. Wo ich jetzt gerade nochmal das Menü da sehe, ihr wisst jetzt sicher schon, weil es wahrscheinlich auch in der Beschreibung steht, wir beschränken uns jetzt hier in dem Gespräch auf den Singleplayer-Modus, weil ich zum Beispiel habe den Multiplayer-Modus gar nicht, du wahrscheinlich auch nicht. Kurz mal, ja, also wie man es halt spielt oder wenn man es nicht kann, eine Stunde rein, genau. Kurz mal alles angeguckt. Aber da habt ihr auch schon, wenn ihr den TV-Beitrag mit von und mit Schröck noch nicht gesehen habt, der ist ja ein großer Multiplayer-Fan und hat sich, glaube ich, da auch primär mit dem Multiplayer-Modus auseinandergesetzt. Ich glaube, wir würden uns jetzt sehr in Gefahrenterritorium begeben, wenn wir jetzt über den Multiplayer-Modus sprechen würden. Könnt gar nicht viel sagen auch. Nee, also ich, aber das soll ja auch gar nicht Sinn und Zweck dieser Rubrik dann hier sein. Genau. Den Koop-Modus habe ich gespielt gestern noch, nur eigentlich wirklich nur, um heute was dazu sagen zu können. Und das hat so ein Horde... Effekt, so diesen Modus, den man von Horde kennt, aus 1000 Spielen. Es kommen KI-Minions sozusagen auf einen zugelaufen, so ein bisschen wie Tower Defense. Und man ist zu viert da und muss die erledigen, kann als Spezialist dann auch Turrets aufbauen und solche Geschichten. Also fand ich ganz nett. Was mich unglaublich gestört hat, ist, dass teilweise sogar... Also ich kauere hinter einer Wand und es laufen wirklich endlos Horden an Gegnern an mir vorbei. Und keiner sieht mich und ich kann da reinballern und sie kämpfen gar nicht gegen mich, habe ich das Gefühl. Alle laufen wirklich an mir vorbei, als wären es die dümmsten KI-Gegner ever. Ja? Und das habe ich so ein bisschen empfunden, als ob sie da wirklich einfach nur Laufwege für Leute haben und endlos Leute diese Laufwege entlang schicken. Ja? So ein bisschen. Fand ich ein bisschen komisch. Aber es macht sicher im Multiplayer-Modus verdammt viel Spaß, weil ich hatte allein in meinen 30 Minuten sehr viel Spaß schon. Ich habe ein bisschen Angst jetzt, dass ich jetzt Quatsch erzähle, aber ich mache es trotzdem mal. Nicht schneiden wir es einfach im Nachhinein raus. Ich habe gestern mit Johannes im Appcast darüber gesprochen, dass, ich glaube, im Januar kommt ein DLC-Pack für das Spiel raus, wo dann auch ein Zombie-Modus wieder mit dabei ist. Ah, der. Und das klingt ganz vielversprechend, weil Johannes sagte, das heißt, wenn es falsch ist, dann schiebe ich einfach alles auf Johannes und ich habe nichts damit zu tun. Da hat er gesagt, dass das vermeintlich so Leute sind, die in so Exosuits halt so Zombies wurden. Das heißt, die können dann auch irgendwie hochspringen oder verrückte Sachen machen. Es ist eigentlich lustig. Die Idee ist lustig, das ist geil, nur irgendwann sind es keine Zombies mehr, möchte ich nur sagen. Ja, aber du musst doch immer mal irgendwie was Neues machen. Ich meine, die haben jetzt schon so viele Jahre Zombie-Modi in Call of Duty spielen. Aber also, Zombies in Exosuits? Ja, vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Vielleicht können wir einfach Quatsch erzählen. Nein, ich glaube absolut, warum auch nicht? Ja? Ich meine, das ist ja eine lustige Idee auch. Ja. Ich zweifle nur daran, dass man das noch als Zombie bezeichnen sollte. Exo-Zombie vielleicht. Nur weil ein Exosuit anhat, ist es ja, also... Naja, ja, doch. Ist es ja nichts anderes dann, oder? Ja, aber irgendwie finde ich ja die... Na gut, du hast recht. Du hast natürlich recht. Jemand kann auch im Exosuit sterben und vom Zombie gebissen werden, das ist alles okay. Aber wenn ich ein Exosuit hätte, würde mich kein Zombie beißen. So viel sage ich dazu. Das stimmt. Das muss dann erstmal einer schaffen auch. Ja. Na gut. Wir sind, glaube ich, am Ende. Wir haben eigentlich alles jetzt einmal so durchgelabert. Was wollen wir abschließend noch irgendwie was sagen? Also ich finde, wir haben alles gesagt. Es ist immer so platt und so ausgelutscht jetzt zu sagen, sollt ihr euch das jetzt kaufen oder nicht? Also mir persönlich muss ich sagen, hat das Spiel Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich jetzt den Multiplayer-Modus gar nicht spielen würde, dann ist es natürlich immer schwierig zu sagen, man gibt dafür jetzt 60, 70 Euro aus. Da muss man halt wissen, jetzt steht der Schröck schon da. Der Schröck schreit, doch. Auch 700 Euro ist auch okay. Einfach, ja. Also 5.000 gibt euch der Schreck dafür. Den Preis jetzt mal außen vor, da sage ich, die Singleplayer-Kampagne war echt cool, hat mir wirklich viel Spaß gemacht und war, glaube ich, auch in Sachen Shootern somit das Beste, was ich dieses Jahr gespielt habe. Ich habe allerdings Wolfenstein New Order bis heute nicht gespielt, das soll auch sehr gut gewesen sein. Da habe ich gehört, es wäre sehr standardisiert, Standard-Action, also gute Standard-Action, aber ich habe auch zu wenig davon gesehen. Gut. Aber ich bin begeistert und das bin ich nicht von jedem Call of Duty. Ich finde fast, man kann es bedenkenlos empfehlen, weil ja jeder weiß, was er kriegt. Ungefähr 10 Stunden Singleplayer und unendlich viel Multiplayer-Spaß. Wenn euch nur 10 Stunden reichen für 60 Euro, ist es völlig in Ordnung für mich, wenn ihr das bezahlt. Ansonsten wartet ein bisschen, bis es günstiger wird. Oder holt es euch dann für 5 Euro für den PC. Alles klar. Ja, alles dann, klar. Vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.